So, hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Spyro 3. Ich habe mich jetzt etwas erholt auf jeden Fall und ja. Habe eben so ein bisschen Handykram gemacht, mich mit meiner Mutter unterhalten. Joa, solche Dinge halt. Und ich sehe es jetzt auch wieder, klar. Ich hätte hier nicht einfach wieder gehen dürfen. Ich muss hier weiter. Dann komme ich da auch noch hin, wo ich halt noch lang muss. Hahaha. Ha, ha. Oh, hier ist direkt ein Ei auch noch. Jasper! Kommt mir auch schon so bekannt vor, der Name. Hatten wir nicht schon einen Jasper? Ich weiß es nicht, oh je. So, jetzt muss ich da hinten hin. Okay, hier ist nichts mehr. Was? Komme ich hier nicht hoch? Komm schon, ich komme hier doch hoch, oder nicht? Ich, oh, das wollte ich gar nicht. Aber komme ich damit? Nee, komme ich nicht. Schade. Nee, muss ich ja den ganzen Weg nochmal von vorne. Das will ich doch gar nicht. Oder komme ich von hier aus vielleicht auch da irgendwie hin? Ja, seht da mal. Geht doch alles. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Ei. Und hier vorne ist auf jeden Fall aber auch noch was. Ja. Erstmal alles abgrasen hier. Das hier erinnert mich ja immer an den Film Eine Reise nach Eldorado, muss ich sagen. Ein sehr lustiger und genialer Zeichentrickfilm übrigens, wie ich mir eben anmerken möchte. Also kann ich jedem nur empfehlen, der gerne lacht und lustige Sachen guckt. Der ist wirklich genial. So. Habe ich hier ja alles. Dann kann ich ja von hier aus jetzt auch dahin fliegen. Und ich habe noch nicht alle Schätze, ne, sowas. Aber von hier aus komme ich trotzdem zum Ei auch schon. Cecile! Nicht weinen, alles gut. Sonst bin ich immer da oben irgendwie rumgehüpft, aber ich glaube, Edelsteine sind da oben nicht mehr, ne? Ich glaube nicht. Ne, ich bin hier immer über diese Hügelchen da oben gehüpft und dann hier rüber. Mal eben kurz gucken. Ne, jetzt wo ich weiß, dass ich gleich von hier aus auch dahin kann. Ja, so nicht. Warum hat es eben so gut geklappt? Okay, es klappt irgendwie gar nicht mehr. Auch in Ordnung. Dann halt nicht. Vielleicht finden wir die restlichen Edelsteine ja noch woanders. Außerdem haben wir auch noch eine Bonusmission immer noch zu erfüllen. Aber ich glaube, da sind keine Edelsteine mehr drin. Mal gucken. Ach, hier sind ja noch welche. Ah, jetzt, ja, jetzt habe ich auch alle, alles klar. Okay. Sag mal, Spyro, du bist doch ein Sportfan, oder? Wie du wahrscheinlich weißt, ist Frostaltar die Geburtsstätte des großartigen Sports Katzenhockey. Das heutige Spiel ist ausverkauft, aber ich habe zufällig eine Karte über, die ich dir für, sagen wir, eine winzige Summe verkaufen würde. Aha. 800! Das ist ein kleiner Preis, du Sack. Ja, Geldsack, du Sack. Sicher, ich liebe Katzenhockey, was auch immer das ist. Ich meine, ich weiß es natürlich schon, aber an sich denkt man sich erstmal so, say what? Geh nur rein, Spyro. Es dürfte ein spannendes Spiel werden. Ich habe sogar eine kleine Wette auf das Renox-Team abgeschlossen. Hoffen wir mal, dass die Heimmannschaft nicht in der letzten Minute noch einen Unfall hat. Aha. Warum sagst du das so? Als ob du dafür verantwortlich wärst, dass da jemand einen Unfall hat. Ich hasse es, dir den Spaß zu verderben, Spyro.
Aber ich habe die Heimmannschaft schon bestochen, gegen die Rhinoxe zu verlieren. Aha. Dann helfe ich denen doch direkt mal, damit du nur keinen Gewinn machst. Ich habe einen Rhinox zu einer Party traditionellem Katzenhockey herausgefordert, aber ich habe mir beim Training die Flossen verstaucht. Würdest du für mich spielen? Oh, ja klar. Super, frier die Katzen ein und schieb sie in mein Tor, um Punkte zu machen. Warum redest du so komisch? Okay, der erste mit 5 Katzen gewinnt. Vor allem kann ich den Rhinox zum Glück ja auch einfrieren. Das muss ich auch, sollte ich auch tun. Nein! Nein, 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 nein. Scheiße. Nein. Mann. Nein! Der Rhinox ist gerade echt scheiße. Und dass die Katzen hier nicht so rollen, wie ich das gerne hätte. Vor allem rollen, rutschen. Oh boy. Der holt mir gerade extrem zu schnell auf. Scheiße. Scheiße. Ich habe noch nie verloren. Du solltest ein Rückspiel verlangen. Ich glaube, der Typ hat Katzenminze in seinem Tor verteilt. Das glaube ich aber auch, du. Super. Super, brenn die Katzen ein. Ja, mache ich auch mal. Weil der Rhinox ist auch echt scheiße. Na, wirst du wohl. Nein, du warst doch schon gerade eigentlich im Tor. Wieso bist du wieder rausgelaufen? Warum? Warum tust du mir das an? Warum ist das jetzt hier alles gerade so... Scheiße hier. Nein, 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 nein. Wirst du wohl das Scheiße... Komm, 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 komm. Nein. Na warte, du Sack. Ich muss ihn immer so ein bisschen aufhalten, wirklich hier, weil sonst ist das irgendwie, glaube ich, ein bisschen sehr scheiße. Nein. Okay, vergiss es. Nein. 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 Alter, das ist aber auch hier gerade. Ah. Es ist das hier so scheiße, sich hier vorzubewegen? Nein! Du Sack! Ich kann den Typen auch in mein Tor schieben. Oh Mann, oh! Das ist aber auch gerade echt scheiße hier. Hallo! Nein! 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 Oh, das ist aber auch hier eine Kacke, wirklich. Nein! Nein! Nicht weglaufen! Nein! Nein! Warum schiebe ich die mal weg? Nein! Nein! Das ist aber auch scheiße hier. Ja! Warum bin ich denn jetzt gerade so schlecht, ey? Ist ja furchtbar. Ich hatte noch nie solche Probleme. Wirklich, noch nie. Hau ab! Na, endlich, nein! Geh weg.
Nein, wirst du wohl. Ja, sehr gut. Könnt ihr mal aufhören, hier alle bei ihm rumzuturnen? Nein. Nicht, dass ich jetzt eine Katze in seinen Turn noch schiebe hier. Ach man, das ist aber auch echt anstrengend hier. Danke. Miau. Meine Güte, was ist denn hier los? Ja, endlich. Geh weg. Wow, jetzt zwei auf einmal. Los, geh rein. Ja, danke. Gut gemacht. Du verdienst es, den Meisterpokal zu behalten. Danke. Da oben wackelt noch eine einzelne Katze rum. Einfach nur. Woher hattest du das Schafskostüm? Du hast den Rinox so fertig gemacht, dass er nie wieder spielen wird. Sieht aber nicht danach aus. Ich habe das Gefühl, der trainiert. Deswegen bleiben die Kätzchen überhaupt hier drin. Weil die da was zu trinken haben. Und oh je, weil ich halt da eine Katze zu viel reingemacht habe. Deswegen kloppen die sich jetzt hier um die Milch, die anscheinend da drin ist. Oh, das tut mir voll leid. Aber ich hatte es auch noch nie, dass da irgendwie doppelte Katzen waren. Also, what the fuck? Naja, egal. So, Level haben wir geschafft. Ne? Nochmal eben sicherheitshalber nachgucken. Aber müsste, ne? Jo, 100%, alles klar. Dann können wir jetzt mal wieder hier verschwinden. Und wir kriegen direkt eine Filmsequenz. Eine Entschuldigung und ein Mittagessen. Hallo, ich dachte, du wärst vielleicht hungrig. Danke. Hast du Pommes mitgebracht? Tut mir leid, was passiert ist, aber ich hatte versucht, euch zu warnen. Ich musste Spyro helfen, die Eier zu retten. Du verstehst nicht. Wenn wir die Drachen nicht in diese Welt zurückbringen, verlieren wir all unsere Zauberkraft. Die Drachen lebten früher hier? Ja. Dies war ihre alte Heimat. Aber vor langer Zeit verbannte die Zauberin sie und zwang sie, auf der anderen Seite der Welt zu bleiben. Sie wusste nicht, dass die Drachen die Quelle unserer Kraft waren. Vielleicht könnte ich die Drachen überzeugen, zurückzukommen. Wenn du mich gehen lässt... Tut mir leid, ich kann nicht. Tja. Aber ist ja auch schon trotzdem scheiße, weil wieso hat die Zauberin sie gezwungen, auf der anderen Seite der Welt zu bleiben? Die haben sich ja anscheinend überhaupt nicht leiden können. Deswegen, da würde es auch nicht viel helfen, dann zu sagen, ey, liebe Drachen, könnt ihr bitte vielleicht zurückkommen? Ne, das ist dann halt so eine Sache für sich. Wow, Frosch auf Turbo da hinten. Deswegen, naja, aber egal. Auf jeden Fall scheint Bianca langsam wirklich ganz nett zu werden. Und wir haben jetzt nur noch ein Level hier, glaube ich, auch übrig, ne? Hallo, willst du mich nochmal fressen eigentlich, ne? Na du? Nee, ne? Bist halt froh, dich nicht mit mir anlegen zu müssen, kann ich verstehen. Jetzt haben wir nur noch hier das Level Bezaubernder Grat. Was übrigens ein sehr schönes Level ist, eins meiner Lieblingslevel. Und ja, da gehen wir dann im nächsten Part mal hin. Und deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall froh, das Katzenhockey jetzt hinter mir zu haben. Weil ganz ehrlich, ich habe das eigentlich immer gemocht. Ich hatte damit nie so Probleme wie heute, das ist echt verhext. Aber egal, dafür sind andere Sachen schon besser geglückt im Let's Play. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.